Innerhalb von Präsentationen kann man Hyperlinks einsetzen, um die Präsentation zu erleichtern. Wenn man bestimmte Stellen überspringen will oder man will eine andere Präsentation mal eventuell aufrufen, dann bietet sich so ein Hyperlink an und das Anlegen will ich jetzt zeigen. Ich gehe dazu auf die Schaltfläche Formen und finde hier unten die interaktiven Schaltflächen und dann nehme ich mal zunächst diese hier, die so ein Informationssymbol andeutet, so ein I. Ich habe sie gezeichnet und da ist zunächst kein Hyperlink eingestellt. Ich wähle hier Hyperlink aus, aber nicht zur nächsten Folie. Da kommt man ja normalerweise sehr leicht hin. Aber ich will zu einer bestimmten Folie gehen und da gibt es hier den Eintrag Folie Punkt 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 hier an der Stelle. Und da kann ich einen Folientitel aus der aktuellen Präsentation auswählen, zum Beispiel den, wo die Nutzer steht. Man sieht hier eine kleine Vorschau, was da ausgewählt ist. Dann klicke ich auf OK und nochmal auf OK. Man kann das sofort mal ausprobieren. Wenn ich hier unten auf dieses Symbol klicke, dann habe ich hier das I. Und wenn ich darauf klicke, dann bin ich bei den Nutzern. Jetzt bin ich wieder an die Stelle zurückgekehrt, wo der Hyperlink steht. Jetzt will ich einen weiteren Hyperlink unterbringen und der soll auf eine externe Präsentation verzweigen. Dazu nehme ich wieder von den Formen etwas, was ich für geeignet halte, in diesem Fall das Fragezeichen. Wie gesagt, das Symbol ist hat keine besondere Bedeutung, außer informativ ist es. Und jetzt habe ich das Fragezeichen genommen. Da wähle ich bei Hyperlink aus. Nicht die nächste Folie, sondern weiter unten steht andere PowerPoint-Präsentation. Und da suche ich mir die potenziellen Kunden aus und da muss ich auch nicht zur ersten Folie gehen, um da anzufangen, sondern ich könnte zum Beispiel die dritte nehmen und klicke auf OK und klicke nochmal auf OK und dann sollte das auch funktionieren. Wir machen einen kleinen Test. Ich klicke hier auf die Präsentation und wenn ich darauf klicke, dann wird zu der anderen Präsentation, man sieht es ja hier unten, da steht Zitate von E-Learning, da wird verzweigt und die läuft zum Teil automatisch ab. Mit der Escape-Taste komme ich zurück zum Ausgangspunkt. Es gibt aber auch noch ganz andere Möglichkeiten, solche Hyperlinks einzufügen. Wenn ich zum Beispiel eine gültige E-Mail-Adresse schreibe, wie hier redaktion@edutech.com und drückt dann die Enter-Taste, dann sieht man, da ist automatisch ein entsprechender Hyperlink generiert. Wenn ich da später raufklicke, dann wird diese Adresse sofort in meinem E-Mail-Programm verwendet. Man könnte auch den Geschäftsplan mit einer Excel-Datei verknüpfen, also dieses Wort Geschäftsplan soll mit einer Excel-Datei verknüpft werden. Dann gehe ich hier bei Einfügen im Register auf Hyperlink und dann suche ich mir so eine Datei aus, zum Beispiel hier haben wir Export nach Edutech. Ist zwar jetzt nicht der Geschäftsplan, aber eine Excel-Datei. Dann wollen wir uns das mal anschauen. Wenn ich dann auf die Vorschau gehe, hier, dann sehen wir den Geschäftsplan. Und wenn ich darauf klicke, dann wird eine Excel-Datei aufgemacht. Wir sehen es ja auch hier oben und das fällt auf, das ist also Excel. Ich schließe die, dann bin ich wieder hier. Wenn ich auf redaktion@edutech.com klicke, dann ist mein E-Mail-Programm geöffnet und diese Adresse ist sofort da oben eingesetzt. Eine E-Mail möchte ich jetzt nicht schreiben, sondern ich möchte noch etwas anderes zeigen. Eine letzte Idee zum Hyperlink, die ich hier vermitteln möchte. Ich möchte, wenn jemand auf dieses Bild klickt, dann soll automatisch auf die entsprechende Website edutech.com verzweigt werden. Und da möchte ich jetzt keinen Text einfügen, sondern eine unsichtbare Fläche. Das geht auch wieder über Formen. Und da nehme ich mal ein Rechteck. Das zeichne ich hier ein. Das ist jetzt noch nicht unsichtbar. Aber das kann man unsichtbar machen. Am Ende, jetzt wird der Hyperlink angelegt. Ich gehe auf Hyperlink und da wähle ich jetzt im Internet eine Webseite aus. Da haben wir es ja schon. Besuchte Webseiten www.edutech.com.
www.hyperlinks.com und klicke mal auf OK. Teste das, ob das schon klappt. Und dann, wenn es klappt, dann mache ich dieses Rechteck unsichtbar. Ich gehe hier rauf und Sie sehen, wenn ich mit dem Mauszeiger darüber fahre, steht auch schon die Adresse und ich habe darauf geklickt. Und da ist die Alpha-Version der Edothek. Schließe ich auch wieder. Jetzt soll das Ganze noch unsichtbar gemacht werden. Mit der rechten Maustaste wähle ich Form formatieren und da wähle ich aus Transparenz 100% und Linienfarbe keine Linie. Sie sehen, jetzt sieht man also davon nichts mehr. Das Rechteck ist trotzdem noch da. Muss natürlich jetzt noch ausprobieren, ob das auch geht. Ich führe das nochmal vor. Sie sehen, Rechteck ist auch hier nicht zu sehen. Aber wenn ich mit dem Mauszeiger über die drei jungen Leute hier fahre, dann sehen Sie, da steht hier schon www.edothek.com. Und wenn ich darauf klicke, funktioniert das auch. Einmal eingestellte Hyperlinks kann man nachträglich immer noch verändern. Ich nehme mal den ersten hier und klicke dann hier oben bei Hyperlinks auf Aktion. Da ist das, was wir eingestellt haben, alles eingestellt. Man könnte es hier auch noch ändern. Man könnte eine andere Folie nehmen, eine andere URL oder eine andere Datei. Aber man könnte zum Beispiel auch einen Sound einstellen. Im Augenblick ist ohne Sound eingestellt, aber wenn ich dann hier eine Bombe haben möchte als Sound, dann wähle ich das aus, gehe dann auf OK und kann das dann auch mal wieder testen, damit man sieht, das geht auch. Wir sehen, die Bombe ist explodiert und die Nutzer sind hier zu sehen. Das war nämlich die Stelle, wo der Hyperlink hinzeigen sollte.